Ja, und dann begrüße ich euch zurück zu EX Rebirth und wir sind natürlich wieder dabei. Wir sind zuletzt aufgehört mit diesem Blick hier auf unser nächstes Ziel, wo wir die 100 Energiezellen, die wir zuvor gekauft haben in einem System, beziehungsweise auf diesem Highway etwas weiter nach oben. Unser Transporter, der ist noch nicht hier, das heißt, wir müssen mal gerade gucken, wo ist der denn abgeblieben? Das machen wir über Info, eigener Besitz. Und da sind wir dann mit der Ranas in der Staffel und da können wir jetzt auf SM schauen, wo der sich denn befindet. Der ist nämlich jetzt gleich auf dem Weg. Da gab es zuletzt nämlich auch einen Bug, wieder so ein bisschen, dass sich der Transporter da nicht bewegt hatte etc. Der ist jetzt schon relativ, ja, da etwas länger dann auch schon behoben. Aber es hat es etwas schwierig gemacht für mich, die ganze Serie weiterzuspielen. Deswegen hatte ich da gewartet, bis die entsprechenden Fixes kommen. Wir hatten ja, glaube ich, zuletzt mit einer Version 1.16 gespielt. Wenn ich mich da jetzt nicht total vertue, das könnte ich aber gerade mal schauen. Lass mal gerade gucken. Und zwar, wo waren wir denn zuletzt? Wundert euch nicht, dass das so aussieht bei mir. In der 1.17 war das. Und wir sind jetzt in der 1.22, wie wir oben sehen. Übrigens, ja, vielleicht kann ich es kurz erklären, warum man den Spielstand hier bei mir, oder warum der nicht spielbar ist. Und zwar habe ich mir dafür Erweiterungen geholt. Man hat ja erzählt, dass man hier aus der Community auch freigelassen hatte, dass man hier Inhalte zufügt oder das Spiel etwas vereinfachen kann durch einige Dinge. Und ich habe jetzt zum Beispiel sowas, dass man die Cutscenes removed hat, dass man die nicht immer wieder sieht. Dass man, wenn man an einer Station andockt, mit allen Händlern auf der ganzen Station sprechen kann, was eine erhebliche Erleichterung ist, vor allen Dingen um Waren zu verkaufen. Habe ich natürlich jetzt hier am Anfang nicht gemacht gehabt bei unserem ersten Spielstand, von daher musste ich diese Erweiterung wieder rausnehmen, habe sie also deaktiviert, das ist per einfachem Klick möglich, können wir auch mal ganz kurz machen hier, Erweiterung sehen wir hier und da sind hier also Never Enter Stations Again, weil man da halt mit den Händlern sprechen kann, sehen wir auch, fügt im Universum-Menü einen Eintrag hinzu, der erlaubt aus der Ferne mit NPCs zu sprechen, Targeting-Extension, also dass der die Ziele deutlicher wahrnimmt und entfernt das Schiff betreten bzw. Schiff verlassen Cutscene, was auch ein bisschen nervig war teilweise, was auch Zeit gekostet hat, was wir dadurch auch uns eingespart haben jetzt an diesem Punkt. Ja, deswegen sind die nicht speicherbar und ich habe jetzt erstmal mit meinem eigenen Spielstand da weitergemacht gehabt und uns jetzt erstmal außen vor gelassen, aber jetzt sind wir ja wieder drin, wir schauen mal gerade, der Transporter müsste jetzt eigentlich gleich mal seinen Turbo anwerfen, lässt sich aber gerade noch Zeit. Wir haben uns eigentlich ein bisschen zu viele Energiezellen gekauft. Können wir, glaube ich, sogar sehen, wenn wir mal hier auf DE gehen. Da können wir nämlich auch Lager sehen, ganz genau. Und da sehen wir Energie... Oh ne, da haben wir doch nur 200 gekauft. Ja, das ist ja praktisch. Doch nur 100 gekauft. Ich dachte, wir hätten mehr gekauft. Aber er hat noch Sprungzellen an Bord. Von daher kein Wunder, dass hier mehr Kapazität verbraucht ist, als eigentlich notwendig. Die Kapazität berechnet sich anders, als man jetzt vielleicht glauben mag. Also wir sehen jetzt nicht hier 100 plus 1699, dann hätten wir ja nur 1799, die an Kapazität verbraucht werden könnte. Aber wenn man jetzt hier auf die verschiedenen Dinge geht, zum Beispiel Sprungzellen, sehen wir, dass das Warenvolumen 4 ist. Also muss man schon die 1699 mal 4 nehmen und bei Energiezellen ist es mal 2, also 200. Und dann kommt man halt auf diese Kapazität von 6996 und kann sich also auch erklären, warum das Schiff eigentlich gar nicht so viel transportieren kann, wie man vielleicht hoffen mag. Nanu, werf deine Sprungzelle an. Los geht's. Lahmarsch. Ja, generell, wie gesagt, das Spiel ist natürlich sehr, sehr schick gemacht. Ich habe es auch schon mal gesagt. Also ich finde es vom Äußeren her, von der Grafik her und vor allem von den Inhalten her extrem interessant. Deswegen spiele ich es auch wenn es verbuggt war am Anfang. Ich gehe mal ganz kurz hier die Zellen verkaufen, dass wir das schon mal in die Reihenfolge hier packen, dass der Transporter weiß, was er zu tun hat. Und zwar auf Energiezellen verkaufen. Ja. So. Und die neuen Befehle laufen. Ah, jetzt sehen wir hier also die Zellen und das Wasser, was wir nicht an Bord haben. Deswegen können wir jetzt hier auch unten rechts, ich weiß nicht, kann ich die Maus hier, genau, können wir jetzt auch nicht auf Nächste gehen. Das ist jetzt ausgegraut, weil wir gar kein Wasser haben zur Verfügung. Sondern wir haben nur Energiezellen und 200. Wir gehen mal auf Nächste, können wir auch per Controller machen und ja, jetzt sagen wir 100, weil wir ja nur 100 auch an Bord haben, also maximal 100 verkaufbar. Wir sagen okay. Sind schon unterwegs. Versichern Sie sich, dass es ein gutes Geschäft für Sie ist. Und werden jetzt gleich sehen, wenn wir wieder auf Information gehen und auf eigenen Besitz, da können wir nämlich gleich mal sehen, wie der nämlich der Status des Kapitäns ist. So, zwei Angestellte und da sind wir jetzt also Kapitän Jen Nedley ist also
damit beschäftigt, gerade mit dieser Station hier, Herz von Albion, einsamer Riese oder was ist das jetzt hier, zu handeln. Und unser Transporter, der müsste jetzt mal so langsam angekommen sein, der Lamasch. Das Handelssystem ist eigentlich auch so aufgebaut, dass man eigentlich, während man mit den Händlern handelt, quasi noch andere Aufgaben erledigt. Deswegen ist es teilweise hier auch dann so, dass die Händler mal ein bisschen länger brauchen. Da darf man sich dann nicht wundern. Hier ist er übrigens mit dem Sprungantrieb gerade unterwegs. Deswegen sehen wir den auch im Sprung. Jetzt müssen wir uns mal hier irgendwo hinbewegen. So, nee, das wollte ich gar nicht. Gehen wir hier raus wieder. So, jetzt ist er angekommen, hat also den Sprungantrieb deaktiviert und wir werden jetzt mal zu dem hinfahren und uns mal dranhängen und dann schauen wir mal, wie das Ganze nämlich aussieht, denn das ist wirklich schick gemacht. Wenn unser Transporter hier nämlich anfängt zu handeln, da sind dann auch viele Details mit rein oder drin, die man schön zeigen kann. Und was ich ja generell gesagt habe, dass mich die Inhalte überzeugen. Was soll das heißen? Ich meine, das ist so generell gehalten, ja, Inhalte überzeugen. Was soll das, wie meine ich das, ja? Vor allen Dingen finde ich hier sehr, sehr interessant, dass man halt einen Einfluss hat aufs Handelssystem und damit auch auf die gesamte Umgebung, in der das Universum ja quasi drin ist. Das heißt, wenn ich jetzt nachher hier irgendwann mal eine Station hinbaue und die transportiert für das gesamte System dann wieder irgendwelche Energiezellen oder so etwas, dann wächst das System um mich herum automatisch mit, weil ich einfach den Grundbaustein des Lebens wieder liefere. Und das sind nun mal Energiezellen, die zum Beispiel Stationen brauchen oder. Und das ist halt sehr, sehr interessant und das macht mir extrem viel Spaß. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass man so Long-Term-Goals hat. Also ich sag mal so Langzeitziele, ja, die man sich stecken kann. Und die sind halt hier in diesem Spiel extrem interessant, dadurch, dass man halt wirklich Einfluss nehmen kann. Kann man in unheimlich vielen Weltraumsimulationen nämlich nicht. Das Genre insgesamt gefällt mir zwar besonders gut, weil ich einfach auch so ein bisschen, ja, vielleicht so ein kleiner Weltraum-Freak bin, wenn ihr wollt. Aber es ist so, dass, wenn ich jetzt überlege, Freelancer hatte zwar auch ein Handelssystem, also man konnte mit den verschiedenen Stationen handeln, aber man konnte selber nichts errichten und hatte selber nicht wirklich Einfluss auf die Umgebung. Genauso das gleiche in EVE Online. EVE Online ist es sogar noch etwas vielleicht doch noch, ja, der Einfluss vielleicht doch noch größer, weil man dort einfach sogar eine eigene Währung etablieren kann. Ist allerdings ein, ja, ich glaube, browserbasiertes Spiel oder vielleicht sogar ein Client-basiertes. Ich glaube, Client. Der Unterschied ist ja einfach nur, dass ich das eine im Browser spielen kann, den Client, da muss ich mir vorher halt eine Datei runterladen und spiele es dann auf meinem PC quasi wie so ein, ja, wie ein downgeloadetes Spiel. Und jetzt ja noch Star Citizen, was auch ein sehr ambitioniertes Ziel ist, wobei hier auch schon gesagt wird, dass der Einfluss des einzelnen Spielers auf ein System oder auf das gesamte Spiel halt sehr, sehr gering sein soll. Also die NPCs sollen erstmal in einer viel höheren Anzahl auch zur Verfügung stehen als eigentliche Spieler. Gemeinschaften sollen nicht so einen hohen Einfluss haben, wie es bei EVE ist, was dann wieder auch negativ sein kann, wenn man zu viel Einfluss auf ein Spiel hat, dass man Teile kontrolliert, ist für Einsteiger zum Beispiel unheimlich schwierig. Also EVE Online ist beileibe kein einsteigerfreundliches Spiel. Ja, man macht sich quasi am Anfang sowas wie, ich sag's es immer gerne, da werden jetzt wahrscheinlich einige, die EVE Online spielen, sauer werden, aber man macht sich quasi so etwas wie zur Schlampe der erfahrenen Spieler, um irgendwie überhaupt ins Spiel zu kommen. Sonst wirst du sofort abgeballert, hast gar keine Chance, da irgendwas zu machen. Und da muss man sich erstmal reinarbeiten. Das soll bei Star Citizen einfacher sein vom Einstieg, aber deswegen werden auch zum Beispiel Gruppen weniger Einfluss auf das gesamte Wirtschaftssystem haben. Und hier ist es natürlich dann auch wiederum nur begrenzt so interessant, dass hier natürlich nur Computergegner gerade dabei sind bei X-Rebirth, ja. Wobei das trotzdem natürlich insgesamt das Paket an sich vermutlich das kompletteste ist vom Wirtschaftssystem her und vom Einfluss auf das Wirtschaftssystem her. Das hat man bei den vergleichbaren Spielen in diesem Genre nun mal nicht. Und da bin ich mal gespannt, wie das Star Citizen umsetzt. Hab da auch schon eine ganze Menge zu gelesen. Und bei Star Citizen soll es ja so sein, wie gesagt, dass erstmal die NPCs in der Übermacht sind und das Wirtschaftssystem so aufgebaut ist, dass wenn in einem System etwas benötigt wird, da eine Bestellung ausgelöst wird und das in das gesamte Handelsnetzwerk läuft quasi. Ja, man soll auch sowas wie Production Nodes kaufen können.
ist alles noch so ein bisschen vage, denn das Spiel ist ja noch nicht raus. Aber diese Production Notes sollen sowas sein wie Produktionsgüter. Dazu zählen allerdings auch Mitarbeiter, Unterkünfte und habt ihr nicht gesehen. Und diese Production Notes wiederum könnt ihr halten, könnt ihr kaufen und darum oder dadurch dann wieder Einfluss nehmen in einer Art und Weise, die noch nicht so wirklich bekannt ist, aber der Einfluss insgesamt soll sehr, sehr gering sein. Man soll auch nicht beispielsweise alle Teile produzieren können. Man soll besonders wertvolle Gegenstände gar nicht produzieren können als normaler Spieler, sondern nur die NPCs. Also man kann zum Beispiel Kleinteile bauen und daraus dann wieder etwas zusammensetzen. Das wäre schon interessant, aber dann auch nur begrenzt. Also die sehr, sehr wertvollen Waren sind dann hiervon wieder ausgenommen. Hier läuft hier übrigens gerade so ein Warencontainer vorbei. Jetzt treffe ich gleich noch mein eigenes Schiff. Dann sehen wir übrigens, dass wir uns bewegen. Jetzt hole ich mir mal hier die Gold Nuggets. So. Die könnte man jetzt wieder verkaufen. Und dafür dann wieder Geld bekommen, logischerweise. Aber wir wollen jetzt hier erstmal nur unserem Transporter folgen. Das Ganze dauert, wie gesagt. Deswegen hatte ich auch gesagt, dass es hier eigentlich so ausgerichtet ist, das gesamte System, dass man mehrere Frachter besitzt, dass man mit diesen mehreren Frachtern dann hingeht und verschiedene Handel abschließt, die dann nach und nach auch von den Transportern wahrgenommen werden. So steigt das Volumen oder euer Kontostand natürlich allgemein sehr gemächlich an, aber er steigt. Nur das Ganze braucht nun mal etwas Zeit. Wir sehen auch schon durch die Distanz hier auf die Station, die sich ja hier aufgebaut hat an diesem Asteroiden, dass das Ganze noch etwas dauert. Wir sind noch 16 Kilometer entfernt. Wir machen jetzt auch nicht die Anstalten, hier den Superturbo einzulegen. Und das kann der halt nur, wenn er von System zu System springt, dann nutzt er seinen Sprungantrieb. So ist er auf Sparflamme bzw. auf Normalantrieb. Und der ist nun mal nicht so schnell. Und bis zu dieser Station zu springen, lohnt sich nicht bzw. kann man wahrscheinlich nicht so gut kontrollieren. Als dass man dann da nicht irgendwie gegenballert. Ist auch realistisch gehalten einfach. Es soll ja eine Echtzeitsimulation sein. Das heißt, wenn ich einen Handel auslöse, muss erstmal mein Schiff dazu zur Verfügung stehen. Keine anderen Handel momentan in der Pipeline haben. Und so fliegen wir hier ran. Ich würde sagen, ich pausiere hier kurz und komme gleich wieder. Und dann sind wir vermutlich schon ein Stück näher. Also bis dann. So, und jetzt sind wir schon mal ein Stück näher dran auf 4 Kilometer. Warum bin ich jetzt schon wieder drin? Weil wir jetzt so langsam uns im Landeanflug befinden und dazu muss das Schiff sich auch drehen. Das werden wir gleich vermutlich auch noch sehen. Denn so kann es da nicht einfach andocken. Ihr seht schon, die Handelsschachte oder Schächte befinden sich hier, wo unsere Drohnen nachher rauskommen, unsere Lastdrohnen, die Waren transportieren, einmal zum Händler, aber auch vom Händler aus unserem Schiff heraus. Und das hilft uns dann natürlich hier den Handel abzuschließen. Und wir sind mal gespannt. Jetzt sehen wir also schon, das Schiff dreht sich entsprechend. Kann natürlich auch sein, wir haben auf beiden Seiten Schächte. Auch hier haben wir also einen Handelsschacht, damit wir das Ganze auch nochmal sehen. Und das Schiff muss sich natürlich jetzt so drehen, dass es gleich dort handeln kann. Wir sehen also, dass es wahrscheinlich die Seite hier werden wird, wenn er jetzt hier gleich geradeaus fliegt. Wir sind noch im näheren Umfeld des Schiffes, deswegen drehen wir uns automatisch mit. Und können uns jetzt schon vorstellen, wie der hier gleich dran fliegt. Nämlich jetzt gleich geradeaus und dann wird er wahrscheinlich rechts handeln. Auch ganz interessant, wir sehen also, wie viel Speed das Schiff drauf hat, indem wir einfach uns mit dem Schiff bewegen und dann natürlich auch sehen, wie weit sich unsere Geschwindigkeitsanzeige, nämlich hier unten, ihr seht wieder meine Maus, hier unten quasi mitbewegt. Ja, ob wir schneller, langsamer fliegen, das kann man da auch ganz gut mitverfolgen. Und jetzt sind wir also gleich soweit. Jetzt habe ich allerdings einmal... Jetzt habe ich gerade gemerkt, wenn ich mit der Maus da rumspiele, dann nimmt er den Controller nicht mehr. Aber kein Problem. So, jetzt werden wir nämlich gleich sehen, was ich euch zeigen wollte, was ziemlich schick gemacht ist. Also
sind natürlich noch ein Stück weit weg. Die Drohnen fliegen schon auch eine gewisse Distanz, aber das Schiff muss noch näher ran. Das werden wir jetzt gleich sehen, dass das Schiff sich auf einer Achse bewegt hier. So, und jetzt werden wir vermutlich ranfliegen, so ist es auch. Also wir nähern uns hier den Transportschächten auch auf der Seite des Händlers. Und da können wir nämlich gleich Folgendes beobachten. Da bin ich mal gespannt, ob wir das hier so schön sehen. Ich stelle mich mal hier hin. So. Bereit zur Warenauslieferung. Ja, und da sehen wir gerade, wie sich jetzt also unsere Lasten-URV, so heißen die Dinger, bewegen, um die um den Transport durchzuführen. Also die 100 Energiezellen zu transportieren und hier dem Händler zur Verfügung zu stellen. Dadurch bekommen wir wieder unsere Credits, die wir durch den Handel vorher bereits klar gemacht haben. Lass mich die Station kontaktieren und fragen, ob wir ein Treffen wegen den Waffen bekommen können. Alles klar, bringe sie ins Dock. So, wir haben ein neues Ziel. Wir müssen zur Cocktailbar hier vorne. Und da werden wir dann im nächsten Teil weitermachen. Ihr seht schon, also der Deal ist im Sack, da werden wir auch drüber informiert. Das ist eine ganz interessante Information. Wenn man mit mehreren Schiffen handelt, ist es immer wichtig, dass man diese Information bekommt, dass man weiß, dass da ein Handel abgeschlossen wurde und dass man den nächsten Handel im Endeffekt abschließen kann und die Händler in den zum nächsten Händler schicken kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wieder ein paar Informationen auch über andere Weltraumsimulationen erfahren, warum ich dieses Spiel besonders gern mag, weil man dort einen Einfluss auf das Wirtschaftssystem hat. Auch wenn hier nur NPCs zur Verfügung stehen, ist es trotzdem immer noch der gesamtere oder das gesamteste Spiel, vollkommenste Spiel, sag ich mal, was in Richtung Einfluss aufs Wirtschaftssystem in diesem Genre abzielt. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Teil. Euer Kentrigo.